Ich will dir einfach nur beibringen, wie man normal wird, okay? Ich weiß, du bist nicht normal, aber du kannst normal werden, okay? Gehen wir ins Kino oder nicht? Sirenhead, was machst du da? Sirenhead, nein, nein, lass die Autos in Ruhe. Lass die Autos... Jo Leute, was geht? Wir sind heute mal wieder mit Franklin unterwegs und heute wollten wir uns mal wieder mit Sirenhead treffen, denn ihr erinnert euch Leute, in der letzten Episode, wo Franklin und Sirenhead Freunde geworden sind, gab es tatsächlich am Ende der Episode einige Streitigkeiten und ich kann euch sagen Leute, Sirenhead und Franklin haben sich erst einmal wieder vertragen. Franklin gibt Sirenhead noch einmal eine dritte Chance, ich weiß, die zweite Chance hat er schon verspielt, aber er gibt ihm eine dritte Chance und deswegen würde ich sagen, Sirenhead, wo bist du Bruder? Komm her, ist tolles Wetter hier. So, übrigens habe ich natürlich auch Leute mein neues Auto am Start. Oh, Sirenhead, da bist du ja. Alles klar, du hast schon wieder eine Laterne kaputt gemacht. Also, ich weiß, du bist so ein bisschen gegen Autos. Also, du magst so solche Autos an sich nicht. Deswegen, lass mein Auto bitte in Ruhe, okay? Ich will nur kurz meine Sachen aus dem Auto holen. Alles klar? Ey, ey, ey! Und jetzt machst du auch noch die anderen... Ich habe mein Auto in... Lass das Auto los! Tu das Auto auf den Boden. Tu das jetzt auf den Boden. Ich befehl's dir, das Sirenhead. Bring das Auto jetzt auf den Boden, bevor die Feuerwehr kommt. Das wird uns große Probleme machen. Alter, er flext einfach. Ja, ich weiß, du bist sehr stark, Sirenhead. Ich weiß. Okay, du brauchst nicht vor mir flexen mit deinen... ich kann alles heben. Ich kann drei Autos gleichzeitig heben und so weiter. Aber du hast mein Auto erstmal kaputt gemacht. Und bitte mach das Auto jetzt auch nicht kaputt, okay? Alles klar? Bitte. Willst du eigentlich das Auto jetzt die ganze Zeit in der Hand halten? Oder was machst du damit? Oh mein Gott. Ey, das... Hallo! Was soll das? Ja, toll. Hast du super gemacht. Jetzt das Auto wegen dir explodiert. Du weißt, was ich dir gesagt habe zu Autos, okay? Alles klar, ich verstehe. Ich hätte nicht ins Auto einsteigen sollen. Und Leute, ich weiß, ihr in den Kommentaren habt gerne geschrieben, Sirenhead mag keine Autos. Das weiß ich jetzt. Aber ja, Freunde, wir werden heute Sirenhead noch einmal eine Chance geben. Und deswegen gehen wir jetzt direkt mal nach Los Santos. Und ich sag dir, mach keinen Ärger, okay? Das ist jetzt deine letzte Chance, die ich dir gebe. Und ich hoffe... Oh nein. Ich höre schon die Feuerwehr kommen. Aber Leute, wir werden heute einiges versuchen. Wir werden natürlich noch ein Abenteuer mit Sirenhead in dieser Episode erleben. Und Leute, ihr lasst auf jedem Video immer über 10.000 Likes, fast 15.000 bis 18.000 Likes da. Lasst auf dieser Episode auf jeden Fall gerne wieder ein Like da und lasst uns 10.000 Likes schaffen, dass wir die nächste Sirenhead-Episode machen. Und Leute, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst gerne ein Abo da, um keine weiteren GTA 5 Mod-Videos und Sirenhead-Videos zu verpassen. Okay. Die Feuerwehr ist angekommen, die will den Brand löschen. Sirenhead, benimm dich, okay? Es ist alles cool, Officers. Es ist alles cool, Leute. Das war eine Bombe. Da war eine Bombe und wir haben die Sirenen gerufen, okay? Haben wir gerade noch Glück gehabt, okay? Oh, Sirenhead, findest du den Ausblick nicht wunderschön? Sirenhead? 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 Was machst du da? Ey! Oh mein Gott, was ist gerade passiert? Hä? Was macht hier ein Krankenwagen? Hallo? Was ist hier passiert? Hallo? Oh mein Gott. Was hat Sirenhead hier gemacht? Warum ist er auf mich losgegangen? Hat er irgendein Problem gehabt oder so? Ich weiß nicht, was mit ihm war heute. Aber das war irgendwie ein anderer Sirenhead als den, den ich kannte. Okay, also mir geht's relativ gut, muss ich sagen. Ein bisschen schwindig allerdings, muss ich zugeben. Ja, ich merke auf jeden Fall, dass mir ein bisschen schwindelig ist. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Ich glaube, wir fahren nach Hause. Ich wollte gerade sagen, mit unserem Auto, aber ihr habt gerade gesehen, ja, was Sirenhead für Sachen angestellt hat. Was er für ein Chaos angestellt hat. Okay, ich nehme jetzt einfach mal das Auto. Auto, das Sirenhead in die Hand genommen hat. Ich denke, das wird dem Autobesitzer egal sein. Das Auto ist sowieso nicht viel wert. Mein Gott. Leute, irgendwas ist mit Franklin los. Irgendwas ist mit ihm los. Wirklich, ich sehe die Kamera wackelt. Er ist so, als wäre er irgendwie auf Drogen oder sowas. Hat er irgendwas genommen? Nee, ne? Das war irgendwie... Seit diesem Schlag, den er vom Sirenhead erhalten hat, ist ihm irgendwie ganz schwindelig. Hä? Warum höre ich Sirenen-Sounds? Irgendwas stimmt mit mir ganz und gar nicht. Und wo ist Sirenhead, frage ich mich gerade. Seitdem er mir diesen Schlag auf den Kopf gemacht hat, ist er einfach abgehauen? Fragen über Fragen, Leute. Aber egal. Ich wollte eigentlich Sirenhead noch eine Chance geben, aber wenn er die Chance nicht nehmen möchte, dann fahre ich jetzt nach Hause. So. Ja, das ist jetzt erstmal mein neues Auto, Leute. Aber egal. Wir gehen erstmal nach Hause und chillen erstmal den Abend. Ah, ja. Das ist doch mal ein nices TV-Programm. Okay. Schluss mit lustig, Franklin. Schluss mit Fernsehen. Ist mittlerweile schon Nacht geworden. Oh, was
Was ist mit mir los heute? Was ist mit Franklin heute los? Er hört nur noch diese Geräusche. Und Sirenhead ist von ihm keine Spur mehr. Ich frage mich, ob es ihm gut geht. Okay, ich glaube, wir gehen ins Bett. Franklin, leg dich schlafen. Vielleicht kurierst du dich aus. Ich glaube, der ist krank geworden. Oh mein Gott, er bewegt sich schon fast wie ein Zombie. Franklin, komm, du schaffst es ins Bett. Komm schon, Franklin. Komm schon, Kollege. Ich glaube an dich. Du schaffst das schon. So, jetzt einfach nur noch reinspringen. Na komm. Und leg dich rein. Ja. Oh, okay. Und jetzt leg dich schlafen, Kollege. Hast du ihr verdient. So. Oh, was ist das so laut? Warum höre ich so viele Sirenhead-Geräusche auf einmal? Was ist mit mir los? Es geht ihm überhaupt nicht gut, Franklin. Geht's überhaupt nicht gut heute. Und von Sirenhead ist keine Spur. Ich glaube, ich bild mir das nur ein. Ich glaube, ich bild mir das Ganze echt nur ein. Oh, das war echt eine harte Nacht, aber mir geht's jetzt mittlerweile viel, viel besser. So, ich stehe jetzt, glaube ich, auf dem Bett und, warum bin ich so hoch? Warum bin ich plötzlich so groß? Was ist hier los? Nein. Nein. Wir sind zu Sirenhead geworden? Der Typ hat uns in einen Sirenhead verwandelt. Warum? Und wie? Wie hat er das gemacht? Das macht überhaupt keinen Sinn. Gott, was habe ich gemacht hier mit meinem Haus? Ich habe echt übertrieben heute in der Nacht. Das war wirklich... Ich glaube, Franklin hatte heute einen Albtraum. Und dadurch hat er, weil er sich jetzt in Sirenhead verwandelt hat, seine gesamte Wohnung, sein komplettes Apartment verwüstet. Einfach, Leute, der Strom ist aus. Alle Stühle umgekippt. Alles ist kaputt. Job, bist du noch da? Job, bist du da? Job? Hallo, Job? Nein. Wo ist Job? Warte mal, vielleicht kann ich ihn rufen. Job? Hallo? Job! Ich gebe nur Sirenhead-Geräusche von mir. Ich glaube, keiner kann mich verstehen. Oh mein Gott. Ich glaube, Leute, ich glaube, ich weiß, wer mir helfen kann. Mein bester Freund, der Michael. Ich habe einfach mein... Hä? Warum ist mein Auto wieder hier? Und wieso ist mein Auto jetzt plötzlich 20 Meter von hier... Also so 10 Meter von hier entfernt? Habe ich etwa die gleichen Kräfte wie Sirenhead? Yo! Genau! Oh mein Gott! Ich habe genau die gleichen... Alter, das ist schon eine coole Macht, muss ich sagen. Also was Sirenhead für Kräfte hat, ich muss schon sagen, Respekt, Kollege. Jetzt kann ich auch verstehen, warum er keine Autos mag. Denn es macht halt richtig Spaß, diese Dinger kaputt zu machen. Ja, Mann. Oh mein Gott, ich kann Sirenhead jetzt voll und ganz verstehen. Es macht einfach viel zu viel Spaß, Autos kaputt zu machen. Ja, genau. Ah gut, okay, jetzt Schluss mit lustig. Ich möchte mich wieder zurück zu Franklin verwandeln. Ich habe tatsächlich sein Handy sogar in der Hand. Leute, ihr könnt sehen, ich hab sogar sein Handy in der Hand. Und ich glaube, das ist der Beweis. Wir spielen nicht als Sirenhead. Wir sind Franklin, der sich in Sirenhead verwandelt hat. Wir rufen mal Michael an. Bitte geh ran, Michael. Bitte geh ran. Michael. Ja, lass uns abhängen. Lass uns abhängen, Michael. Lass uns einfach mal abhängen. Komm schon. Hörst du mich? Hallo? Yeah, sure. I thought you'd given up on me. Okay, perfekt. Alles klar, wir sehen uns. Okay, ich brauche ein Auto. So, das Auto kannst du mir geben. Obwohl, vergiss es eigentlich. Das Auto brauche ich nicht mehr. Wie wär's mit dem Auto? Aha, oh mein Gott. Gib mir das Auto. Oh nein, das ist auch kaputt. Wie wär's mit dem Auto? Das ist doch ein gutes Auto. Komm schon, ich brauche ein Auto. Lass mich doch einer mal einsteigen. Sirenhead möchte ein Auto haben. Das ist doch ihre Schuld, dass sie gegen mich gefahren sind. Oh, das Taxi. Jawohl, perfekt. Nein, ich möchte kein Kunde sein. Was? Ich will kein Kunde sein. Fahren Sie mich zu Michael? Freundtreffpunkt. Okay, alles klar. Ich würde sagen, beeilen Sie sich. Das war jetzt aber echt nicht geplant. Ich wollte eigentlich da jetzt ankommen. Gib mir das Auto, komm. Gib mir dieses Auto. So. Und ich glaube, Leute, damit Sirenhead jetzt nicht komplett ausrastet oder Franklin. Oh mein Gott. Wie cool sieht das bitte aus? Sirenhead steuert mit seinen Händen das Lenkrad und mit seinen Füßen... Er macht einfach hier Dips. Hä? Was ist passiert? Warum ist mein Auto explodiert? Ich habe nichts gemacht. Sirenhead? Ich meine, Franklin. Ich komme ganz durcheinander. Alles klar. Wir können uns auch vielleicht ohne Auto bei Michael treffen. Obwohl, wo müssen wir eigentlich hin? So. Michael sollte ungefähr hier sein. Michael? Michael? Wo bist du? Michael? Bist du hier? Hallo. Oh, da bist du ja, Michael. Oh mein Gott. Kannst du mich erkennen? Kannst du mich verstehen? Hallo? Kannst du mich wirklich nicht verstehen? Michael. Es sieht übelst. Ich muss sagen,
Ich finde das schon cool, wie ich aussehe. Du siehst einfach aus wie eine Ameise. Du siehst so klein aus, weißt du das? Es ist unglaublich, wie klein du bist, Bruder. Ich glaube, Michael versteht, dass wir uns in Siren verwandelt haben. Okay, also nimmst du nicht übel, deswegen... Wir nehmen den anderen Weg. Und zwar, wir gehen zu Fuß nämlich. So sieht's nämlich aus. Ey, das ist doch viel besser als mit dem Auto, Michael. Was meinst du? Ist das nicht besser als mit dem Auto? Und die unterhalten sich einfach ganz normal. Alles klar. Michael redet und redet, als wäre es gar komplett normal. Wir gehen jetzt einen Film anschauen, Michael. Ich hoffe, du hast darauf Bock. So, oh mein Gott, ich habe gerade die Polizei da angegriffen. So, wo ist das Kino? Okay, Michael, wir gönnen uns jetzt einen schönen Film. So sieht's nämlich aus. Jawohl, machen wir jetzt. Michael! Oh ja, stimmt, ich habe ihn noch in der Hand. Michael, es tut mir leid, dass ich ihn immer noch in der Hand festhalte, aber... guck mal, genieß den Film, okay? Genieß den Film einfach. Alles klar, das wird ein sehr, sehr schöner Film werden, kann ich auf jeden Fall sagen. So, okay. Michael? Oh mein Gott. Also ja, lass uns das normal machen, auf jeden Fall. Nein! Nein, Sirenhead! Ich meine Franklin! Und jetzt ist Taxi weggefahren. Ich habe keinen Bock mehr, Sirenhead zu sein. Ich möchte das nicht mehr. Ich will kein Sirenhead sein. Wo ist Michael verschwunden? Wo sind die Leute? Sirenhead! Ich muss ihn rufen. Er muss hier irgendwo stecken. Sirenhead, wo bist du? Sirenhead! Komm her! Zeig dich, Kollege! Du bist aber verantwortlich, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Wo bist du? Sirenhead, kommen! Wo bist du? Oh mein Gott. Oh, ich sehe dich endlich. Sirenhead, ich meine, du bist ich und ich bin du. Wie hast du das gemacht? Hast du mich infiziert? Hast du irgendwas mit mir gemacht? Wenn du es gemacht hast, ich möchte sofort, dass du mich jetzt zurückverwandelst, okay? Das ist jetzt kein Spaß. Was? Du hast das nur gemacht, damit wir endlich Freunde werden können? Damit wir endlich gleich sind? Was dachtest du, was ich darüber denke? Denkst du etwa, mir gefällt das, wenn ich so aussehe? Denkst du etwa, meinen Freunden gefällt das, wenn ich jetzt plötzlich zu einer Riesengestalt werde, die aussieht wie du? Es tut mir leid, no front übrigens an der Stelle, aber es muss doch einen anderen Weg geben, oder? Ja, ich weiß nicht. Also, das Wichtigste, kannst du mich irgendwie wieder zurückverwandeln? Bitte, 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 bitte. Ich sag dir, ich bin dir auch nicht böse, wenn du es wieder machst, okay? Kannst du mich bitte wieder zurückverwandeln? Ja? Okay, aber... Oh. Es dauert seine Zeit. Okay. Wir müssen dafür aber ins Humane Labs gehen, okay? Du kannst dich aber nicht zurückverwandeln. Also, du bist ja Sirenhead an sich, okay? Alles klar, dann würde ich sagen, Kollege, wir müssen jetzt zusammen ins Humane Labs. Du begleitest mich... Und ich werde dann in dieses Becken reintauchen. Die Säure sorgt dafür, dass ich diese Gestalt wieder zurückverwandle, okay? Alles klar. Ich weiß nicht mehr, ob ich dir glauben soll, aber wenn du mich wirklich zurückverwandelst, dann nehme ich dir nicht übel, okay? So, let's go. Wir machen es natürlich auf die Sirenhead-Art, Leute. Wir gehen jetzt ins Humane Labs auf die Sirenhead-Art. Ganz genau so sieht's aus. Let's go. Aber einmal können wir noch für Chaos sorgen. Komm, einmal noch, Leute. Wir wollen uns zurückverwandeln. Bam, Junge. Komm schon, Sirenhead. Hilf mir mal aus, Sirenhead. Wir haben 5 Sterne bekommen. Das alles dank dir. Er hat einfach das Auto weggeworfen. Das war nicht ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er rastet aus. Let's go, Alter. Doppelsirenenalarm, würde ich jetzt sagen. Doppelsirenen, das klingt so wie Tanzverbot übrigens. Yo, Leute. Doppelsirene am Start. Hier ist wieder euer Sirenhead am Start. So, okay, bist du hier? Sirenhead? Sirenhead. Oh, da hinten ist er, Leute. Er läuft wie Usain Bolt. Er macht Moonwalk. Sirenhead macht Moonwalk. Und er springt einfach in die Luft rund. Boom, Junge. Alter, wie das einmal aussieht. So, einmal noch, Leute. Einmal noch. Ihr werdet mich sowieso nicht mehr erkennen danach. Ich mag keine Autos. Also, in real life mag ich Autos. Aber Sirenhead mag keine Autos. So, wo ist das Humane Labs? Da ist es. Wir sind gleich angekommen. Und jetzt muss ich nur noch in diese Flüssigkeit tauchen, okay? Das sagt Sirenhead. Er sagt mir nicht, wie er mich verwandelt hat. Aber ich glaube, es war ein Biss oder sowas. So, in diese Flüssigkeit und... Okay, da drin sollen wir jetzt ein bisschen baden. So, ein bisschen baden. Okay. Perfekt. Und ich soll jetzt nach Hause gehen. Alles klar. Komm. Jetzt gehen wir nach Hause und vergessen die ganze Sache. Erst muss ich den 5 Sterne dabei vorher entkommen. Yes! Es hat funktioniert!
Es hat tatsächlich funktioniert, Leute. Diese Säure hat uns wiederbelebt. Also wir sind wieder zu Franklin geworden. Oh mein Gott, und das ist alles wieder wie normal. Ich glaub's nicht. Leute, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir sind zu Siren Head geworden als Franklin und sind jetzt endlich wieder zurück zu Franklin geworden. Ganz ehrlich, ich nehme Siren Head nicht übel. Er wollte einfach nur einen Freund haben. Er wollte deswegen einfach nur uns in Siren Head verwandeln, damit wir beide gleich sind, damit er einen neuen Freund findet. Ich kann's verstehen, Leute. Aber schreibt gerne in die Kommentare, wie es weitergehen soll. Wie es mit Siren Head weitergehen soll. Vergesst natürlich nicht, Leute, einen Like dazulassen, zu zerschmettern. Zerschmettert den Like-Button, genauso wie Siren Head. Ich will wieder 10.000 Likes sehen und lasst gerne diesen Kanal kostenlos ein Abo da. Leute, drückt gerne abonnieren. Siren Head wird sonst sauer. Wenn ihr jetzt nicht auf abonnieren drückt, dann wird Siren Head zu euch kommen. Deswegen, Leute, abonniert jetzt diesen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Ein Zock ist raus. Haut rein, Freunde, und ciao.